Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Pizza Connection 3. Und wir haben einfach im letzten Teil den Fehler gemacht. Wir haben definitiv zu viele neue Serien auf einmal gepachtet. Und daher werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine verkaufen. Also die werden wir auf jeden Fall behalten, weil die sollen wir auch eröffnen. Dann gucken wir mal. Ich sagen, können wir die jetzt mal wieder kündigen. So, plus Verkauf von irgendwelchen Dingen. Die können wir uns immer wieder irgendwann holen. So, wie gesagt, die behalten wir. Die sollen wir ja gleich eröffnen, hier die Geschichte. Dann ist das hier, ist glaube ich, unser Standard. Genau. Wo wir ja eh schon drin sind. Kurz auf die. Keine Pizzen und Angestellte haben wir zwar, aber die sind noch nicht eingebucht, hätte ich beinahe gesagt. Warum auch immer. Kann eigentlich gar nicht sein. Mal kurz gucken. Ah doch, ist drin. Okay, also die behalten wir auf jeden Fall. Hier unten links auf der Karte. Dann haben wir das Ding noch. Die werden wir auch erstmal wieder komplett weggeben. So. Also wir kümmern uns erstmal um das eine Geschäft und beziehungsweise um die zwei. Aber eins, was wir halt neu haben. So, dann gehen wir da mal rüber. Okay. Also, bevor wir da irgendwas auf die Dings setzen, müssen wir erst einmal. Das Ding ist natürlich auch nicht schlecht, glaube ich. Ne? Ich glaube, hier könnte man auch ein bisschen mehr einbauen, damit wir. Gästeraum, da ist die Küche, okay. Damit wir hier einfach mehr Einnahmen erzielen können. 1000. Auf das günstigste, glaube ich. Okay, dann nehmen wir die erstmal. Geschichte. Machen wir erstmal hier einen Ofen. Zack. Dann würde ich sagen, setzen wir da hier noch irgendwo einen zweiten hin. Muss ich gerade mal überlegen, weil ich würde gerne einen dritten noch hinsetzen. Wenn wir den jetzt hier noch hinsetzen. Zwei. Hier vielleicht noch einen dritten. Kurz vor der Tür, aber. Okay, egal. Egal. So, dann haben wir hier schon mal drei Köche, die sich da austoben können, dürfen, wollen, müssen, wie auch immer. Nochmal jetzt in Ruhe gucken. Wir gehen das jetzt alles ganz in Ruhe durch, Leute. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Tische am besten setzen. So. Können wir hier erstmal ein und zwei. Ich überlege nämlich auch gerade, dass wir dann auch vielleicht pro Tisch praktisch eine Servicekraft einstellen. Was natürlich extrem viel wäre, weil, wie wir ja schon sehen, ich hier ordentlich was hinsetze. Das ist zu viel, glaube ich, oder? Ja, wir machen es erstmal so. Da müssen wir später einfach mal gucken. So. Dann zack. Also ich glaube schon, dass es definitiv zu viel ist, wenn wir da pro Tisch eine Servicekraft nehmen. Das kann nur zu viel werden, oder? Guck mal, den Tisch, den nehmen wir auch gleich wieder weg. Der steht da blöd vor der Tür. Gucken, da, ja, das funktioniert noch gerade so. Also wir investieren jetzt hier richtig gerade. So. Dann glaube ich, nehme ich den einen Tisch da oben gleich auch noch weg. Sprich den vor der
anderen Tür. So. Die Frage, wie kriege ich das wieder weg? Okay, zack. Zack. So. Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht... Das ist eine Servicekraft pro Tisch. Das können wir vielleicht später nachrüsten. Wir holen erstmal das, was wir definitiv brauchen. So, das sind auf jeden Fall, brauchen wir Angestellte. Und das sind 3 Pizzaköche hier. Pro Schicht. So, den Laden wollen wir auf 24 Stunden aufhaben. Zack. Zack. 3. So, also wir brauchen 3 Köche pro Schicht. Alle Stricke reißen. Nehmen wir halt erstmal 2, aber ne, wir machen direkt 3. Zack. 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 Ja, alles blöd hier. So, wir haben zumindest schon mal die 3 Köche. Dann brauchen wir jetzt natürlich Servicekräfte. Freundlichkeit, Geschwindigkeit. Also Servicekräfte müssen wir mal gucken, wie viel wir da hinkriegen. Nehmen wir erstmal 1. 2. 3. Hat er nicht genommen, glaube ich. Doch. Also wir haben erstmal eine Servicekraft. Natürlich zu wenig pro Schicht, keine Frage. Zweiten. So. Also wir haben aktuell 2 Servicekräfte. Also die 3 Köche haben wir, die brauchen wir definitiv. Weil wir ja nun auch 3 Pizzaöfen haben. Dann haben wir erstmal 2 Servicekräfte pro Schicht. Auslieferer, Boten, können wir vielleicht auch schon mal welche, zumindest einen pro Schicht jeweils nehmen. 1, 2, 3, ja komm, und 4. Haben wir das auch, dann gehen wir jetzt auf die Menükarte, dass wir erstmal unsere Sitzen darüber schieben und dann können wir den Laden nämlich auch schon eröffnen. So, dann Rennsport, okay, das ist die Geschichte. Forschung, ja, haben wir im Moment nicht. Wir brauchen 7000 für die Forschung. Das können wir aber erst machen, wenn wir ein bisschen Plus haben. Ich überlege gerade, fehlt uns noch was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Also wir haben gute Tische. Wir haben genug Plätze hier in dem Restaurant. Aber warum ist es noch geschlossen, frage ich mich gerade. Ah ja, da kommen ja gerade die Mitarbeiter. So, perfekt. Also wir brauchen ungefähr 7,5 für die Forschung. Demo Low irgendwas hat Schwierigkeiten. Das ist hier. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Hören wir gerade nicht. Macht er wahrscheinlich gleich von alleine. So. Marktforschung müssen wir erstmal betreiben. Geht aber noch nicht. Gucken hier. Okay, hier ist aber alles wieder in Ordnung. Haben wir auch ein paar Servicekräfte haben wir hier auch. Also ja, 3 pro Schicht und 2 Köche. Das sollte hier erstmal funktionieren soweit. Was haben wir da? Minimum hat Schwierigkeiten. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was gibt es hier für Schwierigkeiten? Wahrscheinlich zu wenig Servicekräfte. Angestellte. Dann würde ich sagen, besorgen wir uns erstmal noch mal ein paar Servicekräfte. Pro Schicht auf jeden Fall noch mal einen dazu. Weil so ist ganz schön kacke. Deutsch. Okay. Servicekräfte. Haben wir jetzt 3 erstmal pro Schicht. So, was für Schwierigkeiten haben wir?
Auch eine gute Frage. Und definitiv mehr Dings. Also Forschung können wir gerade nicht machen. Das ist halt unser Problem. Erstmal hoffen, dass wir hier jetzt... Bauen wieder welche ab ohne Pizza. Natürlich richtig kacke. So, als nächstes bedienen. Was ist mit ihr hier? Warum diese komischen Smileys? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Jetzt ist die Geschwindigkeit wahrscheinlich. Könnte man alles erhöhen um 15%. Kostet aber natürlich richtig. So, wir müssen irgendwie gucken. Schwierigkeiten. Aber was für Schwierigkeiten? Das ist die große Frage. Was für Schwierigkeiten? Nochmal schnell eine Pizza besorgen hier. Please, komm, gib mir mal die Chef. Mal für den Preis einfach erstmal. So. Machen wir die auch hier mit drauf. Dasselbe gilt natürlich für das Restaurant. Also wir brauchen hier definitiv noch bei Angestellte, wir haben ja eigentlich jetzt genug von denen. Ja, was heißt genug? Wir haben 3 Servicekräfte, das ist nicht die Welt. Gerade bei den ganzen... Ne, hier ist das ja mit den ganzen Tischen. Wir haben 1, 2, ja gut, hier sind ja auch nur 3. Auch wenn der Laden aktuell nicht allzu voll ist. Aber was ist hier oben das Problem? Was haben wir hier für ein Problem? Außer dass der Laden... recht leer ist. Ah, der holt auch wieder ab, ohne was zu essen zu bekommen. Ich glaube, die Servicekräfte sind zu langsam. Kann das sein? Pizza sieht sehr schwarz aus. Hört das so? Frage. Oh. Kochqualität. Ich glaube, das liegt an der Kochqualität. Kann das sein? Dann sind die Köche ja hier alle beschissen, weil die Pizzen sehen überall so aus. Basilikum, Pepperoni. Motiviert. Richtig voll. Motivation bei denen zumindest schon mal hoch. Alter Falter, ist das hier voll, ey. Auch voll motiviert. Wer ist denn hier unmotiviert? Auch motiviert. Ja, Leute, der Laden ist poppenvoll. Aber wir sehen, wie viele hier wieder rausgehen, die keine Pizza bekommen haben. Das ist natürlich das große Problem. Wir haben auch kein Geld, um hier wieder neue einzustellen. Ach Leute, es ist doch Katastrophe, dieses Spiel. Aber der Laden ist proppevoll. Keine Motivation. Die sind komplett unmotiviert, die Köche. Deshalb kriegen auch die Leute ihr Essen nicht.
keinen Bock, nachts zu arbeiten. Aber gerade hier ist natürlich, sind die Einnahmen extrem gut. Das ist, wenn wir den Laden aber schließen zu einer gewissen Zeit. Wenn wir die hier zum Beispiel zwischen 12 und 18 Uhr schließen, ist ja auch Blödsinn, ne? Der Laden war eben so schön proppevoll. Ja, die Forschung können wir leider immer noch nicht machen. Weil wir da nicht genug Kohle für haben. Mmh. Qualität, Geschwindigkeit und sowas ist auch alles nicht so. Vorne tacken. Eine Ausbildung. Ja, okay, dann zumindest die Kochqualität schon mal ein bisschen besser. Ah, weg von dem. Jetzt haut der natürlich ab. Da gehen wir einmal auf die Geschwindigkeit erhöhen. Bei dem gehen wir auch nochmal auf die Kochqualität. Gehen wir nochmal auf die Kochqualität. Da sind wir natürlich wieder extrem im Minus, aber gehen wir noch kurz auf die Statistik nochmal. Sehr gut, gut. Das ist zumindest hier schon mal ganz okay. Denn hier statistikmäßig aus. Ich glaube, das wird immer zusammengerechnet, ne? Gehen wir hier wieder rüber zum anderen Restaurant. Boah, Alter, der Laden, guckt euch das mal an, ist proppevoll, Leute. Was ist los mit denen? Kochqualität, Geschwindigkeit, Motivation ist total im Arsch. Bei allen diesen Köchen hier. Auch selbst bei dem Personal, ey, aber warum? Das verstehe ich nicht, Leute. Das verstehe ich einfach nicht. Warum ist bei denen komplett die Motivation im Arsch? Liegt das wirklich an der Uhrzeit? Jetzt 2 Uhr morgens. Sollten wir hier den Laden dicht machen? Den Bereich? Ich glaube ja. Wir machen den Laden von 2 bis 6 jetzt dicht. Auch wenn hier eigentlich die Kurve ordentlich nach oben geht. Guckt euch das mal an, morgens um 3. Was bringt ja nichts, ne? Wenn die Mitarbeiter da keinen Bock drauf haben. Wir warten jetzt mal, bis es nach 6 ist und dann. Wir müssen irgendwie im Plus wiederkommen. Das ist auch unser Problem. So, jetzt würde ich den nämlich Zuweisung aufheben. 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 So, nehmen wir die da vorne raus, dass wir da zumindest den Laden dann komplett dicht haben. So. Ein Lieferant, der nicht zugewiesen ist. Gut. Hier noch, was haben wir? Köche, da irgendwas Gutes, nicht zugewiesenes. Der hat zumindest eine gute Qualität. Ah, der hier vielleicht, Carla Gilbert. No, no. Der ist Geschwindigkeit gut. Vielleicht die Troller hier austauschen. Ich mal gucken. Köche. Da würde ich sagen, wir nehmen Carla Hilbert rein und nehmen dafür sie hier feuern. Und dann nehmen wir Carla Hilbert. Zack. In die Frühschicht. Der ist von der Dings hier gut. Von der Kochqualität her. Da müsste die Geschwindigkeit sich verbessern. Gehen wir zu dem anderen Restaurant rüber. Bin ich blind? Da. So, wie sieht die Küche hier aus? Der ist ganz gut drauf. Der eigentlich auch. Ich weiß, wir können eigentlich diesen Koch auffeuern. Wir haben noch Servicekräfte.
auch raus. So. Okay. Hier läuft es, glaube ich, ganz gut in dem. Alle sind recht motiviert. Die Leute kriegen Essen. Mal ganz kurz gucken, was haben wir jetzt hier aktuell an zwei Köche. Wir haben drei Mitarbeiter und einen Lieferanten. Also drei Service-Mitarbeiter. Hier nochmal kurz rein. Hier muss es definitiv besser laufen. So, gucken wir uns nochmal die Mitarbeiter an. Was ist hier mit ihr da? Oder ihm? Qualität und Motivation ist ein bisschen unten. Warum, weiß ich nicht. Arbeitstag, okay. Soll ich den erstmal ein bisschen kurieren? Dann haben wir erstmal zwei. Qualität. So, Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Oh, ja. Yeah. Wahrscheinlich. Was ist. Ich hoffe, die kriegen jetzt alle ihr Essen. Einige Angestellte in Villa de Mor sind unmotiviert. Ja. Eine habe ich ja schon erstmal weggeschickt gerade. So, wir müssen die Schulden aus jeden Fall rausbekommen. Das Gute ist ja, dass wir hier erstmal jetzt nicht mehr 24 Stunden geöffnet haben. So, ich nehme mal kurz auf. Jetzt gucken wir hier nochmal kurz. Wie haben wir das denn hier? Haben wir hier 24 Stunden auf? Nee. Nee, die gleichen Öffnungszeiten. Okay, das passt. Okay, wir können diese Werbungsgeschichte immer noch nicht schalten, weil wir dafür keine Kohle haben. Warum die Pizzen hier jetzt immer aber so schwarz aussehen, das weiß ich nicht. Ist hier auch so? Nee, hier sehen die nicht so aus. Dann wird das ein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich meine, die werden ja auch gegessen. Ich kann mir vorstellen, dass die hier so eine Scheiße mit der Pizza bauen. Qualität. Mhm. Qualität. Mhm. Hm. So. Also hier müssen wir aber auf jeden Fall, glaube ich, noch, weil das Ding echt groß ist, hier brauchen wir später auf jeden Fall noch Service-Mitarbeiter. Hatten wir jetzt pro Schicht 3 aktuell. Ordentlichkeit, Geschwindigkeit. Wir nehmen hier auf jeden Fall für den Spätdienst schon mal einen weiter drinne. Dann hier für die Mittelschicht. Ah, komm. Dann nehmen wir hier noch einen. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal für hier 4 Service-Mitarbeiter. Ich glaube, das sollte reichen. Ah, komm, jetzt sehen die Pizzen auch da. Sehen die wieder anders aus als da. Und dann ist das vielleicht einfach nur eine Art der Pizza. So, aktuell sind wir im Plus. Das ist auch gut. Der meckert aber immer noch, weil immer noch Mitarbeiter unmotiviert sind. Gehen wir nochmal auf die Angestellten verwalten. Motivation. Achso, das sind Arbeitssuchende, ich wollte gerade sagen. So. Carla ist erstmal auskurieren. Ne, ich muss doch nochmal auf die Dings gehen. So, zugewiesene Köche. Gucken, bei wem die Motivation irgendwie im Keller ist. Bei den Köchen. Offensichtlich keiner. So, die ist ja erstmal weg. Gehen wir mal auf die Servicekräfte, die wir haben. Haben die alle motivationstechnisch. Man sieht ja, man könnte die halt ein bisschen fördern, die Motivation. Ist aber soweit auch okay. So, und hier haben wir nicht so viele. Sind auch okay. Deshalb, also Motivation ist ja in Ordnung. So, gehen wir nochmal auf die Köche, die wir haben. Wir haben ja so viele Leute. So, Kochqualität müssen wir auf jeden Fall mal bei einigen erhöhen. Kostet 200 plus 15. Das machen wir aber. Auch nochmal 200. Dritter Koch. Und noch ein Koch. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier alle abhauen.
Wir brauchen wohl ein bisschen Kohle, Leute. Wir brauchen Kohle. So, wir sehen, es füllt sich hier wieder. Was hatten wir jetzt an Angestellten? Ich muss noch mal gucken, Leute. Es tut mir leid. 2, 3, 4 pro Schicht. Okay. Gehen wir nochmal hier auf das Restaurant. Wir werden erstmal gucken, dass wir jetzt so ein bisschen ins Plus kommen. Ordentlich ins Plus kommen, hoffentlich. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir die Werbung machen. In diesen Liftfasssäulen. Oh, das scheint hier wieder ordentlich zu laufen. Wir sind jetzt bei 8000 mittlerweile. Wir könnten das jetzt machen, aber dann gehen wir wieder ins Minus. Deshalb will ich das nicht riskieren. Eine Angestellte in Le Moulin haben sich krank gemeldet. Das ist schon mal überhaupt nicht gut. Gucken. Gesundheit. Na gut, die kommen ja auch wieder. So, das ist hier das kleine Restaurant. So, wir beenden mit knapp 8000 den Abend. Hier, das sieht soweit ganz gut aus. Zuliefererkette. Schnellere, bessere und so weiter. Okay, miete ein Warenhaus in der Nähe. Ja, ja, ja. Was haben wir hier? Da wurde ausgebildet. Alles klar. Wir haben Leute, die jetzt fertig ausgebildet sind. Gehen hier nochmal hin. Das ist ja unser, ich sag jetzt mal Nummer 1 Restaurant. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und mal gucken, dass wir hier eventuell nochmal ein paar... Wir haben gar nicht so viel Minus. Das ist gut. Dass wir hier auf jeden Fall nochmal Zulieferer einstellen. Wir haben, glaube ich, nur einen aktuell, genau. Gehen wir hier nochmal rein. Zutatenmengen, Geschwindigkeit, Motivation und so weiter und so fort. So, das Ding macht jetzt gleich auf um 6. So, Geschwindigkeit. Komm, wir nehmen erstmal den. Den nehmen wir hier für die Abendstunden. Ist auch recht gut ausgeglichen. Der ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir auf jeden Fall... Ach, scheiße, ich drücke die ganze Zeit rüber. Das funktioniert ja gar nicht, weil ich im Moment gar keine Kohle auf dem Konto habe. Ich bin ja auch eine Intelligenzbestie. So. Der Laden füllt sich auf jeden Fall schon wieder recht gut, aber es gehen auch schon wieder einige so raus. Ohne irgendwas. Als nächstes bedienen. Ah, Leute, Leute, Leute. Wo sind denn die ganzen Servicekräfte jetzt schon wieder? Die eine ist ja hier noch... Die eine ist ja noch weg. Das ist die eine Köchin. Ansonsten ist alles eigentlich vor Ort. So, Lieferanten würde ich ja gerne jetzt, wie gesagt, noch einstellen. Aber geht erst, wenn wir ein bisschen mehr Plus haben. So, eventuell jetzt. Zack. Abendstunden. Zack. Und zack. So. Jetzt haben wir... Oh, was habe ich da gemacht? Da haben wir zwei, da haben wir zwei, da haben wir zwei. So. Gut. Behaltene Zutaten, kritisch, stelle sicher, schnellere, bessere Zulieferer, miete ein Warenhaus in der Nähe. Okay, wir bräuchten irgendwie ein Warenhaus, was hier in der Nähe ist. Warenhaus. Die Warenhäuser hier. Jetzt blöd. Da ist ein Warenhaus, ja. Pachten. Komm, wir machen's. Für, wie heißt das Ding? Ist das Wille Dingsabumser? Zack. Automatisch auffüllen, wenn leer. So, das machen wir. Da haben wir denn schon mal eins.
Hier hatten wir ja, glaube ich, schon ein Lagerhaus. Das hier vorne eigentlich. DW Dingsabumster, genau, das ist das. Automatisch auffüllen wir leer, machen wir auch. So, also da haben wir auch ein Lagerhaus jetzt drin. Hier nochmal auf die... Warte mal, da haut wieder einer ab, der nichts bekommen hat. Ich verstehe es nicht. Schon wieder zu viele, die hier nichts bekommen. Was ist mit ihr hier? Warum steht die da so rum? Fühlt sich nicht. Dann soll sie sich kurieren, das bringt ja nichts. Also diese Marktforschungsgeschichte können wir noch nicht machen. Die kostet uns jetzt 7,5. So viel haben wir aktuell nicht. Also das Restaurant ist immer wieder voll, aber es macht mir trotzdem Sorgen, weil... Warenhaus habe ich ja gemacht. Größere dein Lager. Kann man das vergrößern? Ne, jetzt wollen wir jetzt nicht über Architekt reingehen. Also wir sehen es, es ist schon wieder voll, aber... Leute... Wir werden gleich wieder so viele rausmarschieren, die keine Pizza kriegen, glaube ich. So, der Tag ist wieder rum. Wir sind wieder im Minus, das ist klar. So, hier scheint ja alles in Ordnung zu sein, in dem. Ich glaube, hier läuft das recht gut. Vielleicht sollten wir nochmal eine Pizza für hier. Touristen, ja, da vorne, das ist halt... Gehen hier nochmal rein, gucken nochmal. So, was haben wir denn hier noch? Thoma. Haben wir die hier schon drin? Nö. Thoma. Kommt aber nirgendwo richtig gut an. Verbessern. Thoma. Die oben drauf machen. Hier sind Ingwer. Ja, ist überhaupt nicht gut. Ach, scheiße. Ja, mal wie die ist. So, hier mal auf die Karte. Thoma. Hier läuft's, wie wir sehen. Im Restaurant läuft das gut. Jetzt zumindest. Jetzt scheint es aber auch gut zu laufen. Hier gehen wir auch nochmal auf die Menükarte. Packen einfach die Thoma nochmal mit drauf. So, das ist das Kleine. Und hier haben wir unser großes Restaurant. Also das Lager ist auf jeden Fall schon mal voll hier. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder ins Plus kommen. Vielleicht war das auch vorhin das Problem, dass wir die Lager nicht richtig voll hatten. Dadurch die Leute nicht richtig bedient werden konnten, weil die vielleicht Pizza bestellt haben, wo wir die Zutaten einfach nicht für hatten. Aber aktuell sieht es ja gut aus. Es läuft hier keiner irgendwie raus, ohne seine Pizza zu bekommen. Also ich glaube, wir haben, ich sag jetzt mal, den Fehler entdeckt. So, die Mitarbeiter sind da, kümmern sich. Die Pizzen gehen raus. Ja, das sieht doch gut aus, Leute. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nur noch ein bisschen mehr Plus wieder einfahren. Und hier nochmal kurz rüber gehen. Hier läuft es auch. Auch wenn hier nicht so viel los ist, aber es läuft. Auch alles in Ordnung. Wir können nochmal auf diesen Lagerbestand hier gucken. Waren. Die haben wir aber 100%. Läuft aber. Dann gucken wir hier auch gleich nochmal. Falsches Fenster. Der falsches Fenster, weil jetzt sind wir im falschen Laden wieder. Ne, wir sind im richtigen Laden. Oh. Erhaltene Zutaten kritisch.
Stelle schnellere, bessere oder mehr Zulieferer ein. Miete ein Warenhaus, das habe ich ja schon. Liefererkette. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir können ja jetzt nochmal schnell neue Zulieferer einstellen. Macht aber keinen Sinn. Oder beziehungsweise macht schon Sinn, aber wir können es halt nicht, weil wir kein Geld haben aktuell. Gut. Oh, was ist hier denn los? Alles voller Fliegen oder was? Ah ja, ja, sieht aber nicht so gut aus. Waren. Unbrauchbare Waren entfernen. Warum fliegen da so viel? Warum, was ist hier los? Die Durchschnittsqualität der Zutaten ist schlecht. Okay. Ja, wie soll ich die jetzt rausnehmen? Kann ich nicht. Ja, das mit der Liftsäule wird, glaube ich, ein Problem, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie wir hier einfach mal so weit ins Plus kommen. Auch wenn wir jetzt gerade gut die Pizzen wieder verkaufen. Zutaten von schlechter Qualität im Lager. Ja, aber wie soll ich die denn raushauen? Wie soll ich die... Wie soll ich die raushauen? Einrichtungsqualität. Alles reparieren kann ich ja eh nicht, glaube ich. Nee. Gelagerte Zutaten, unbrauchbare Zutaten leer. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Habe ich ja schon gemacht eigentlich. Mehr kann ich nicht machen. Also wir wandern jetzt gerade immer so ein bisschen zwischen Plus und Minus. Was das Finanzielle angeht. Problem ist da nur, liegt nicht so viel Plus, dass wir die Aufgabe mit der Marktforschung starten können. Und die kostet uns, wie gesagt, 7,5. Und man hat leider auch nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Kredit aufzunehmen. Finde ich jetzt extrem schwierig. Auch wenn wir immer wieder mehr oder weniger immer wieder ins Plus zurückkommen. Ach, Leute, ist ja nervig gerade. Ich überlege gerade, ob wir die Warengeschichte hier mal nur auf 50% machen. Machen das einfach mal. Wenn nicht zu viele Waren im Lager haben, die dann eventuell noch... Da will ich nicht hin. Warum geht er jetzt wieder dahin? Hier will ich hin. So, Waren. Achso, ist auch auf 50. Dann macht er, glaube ich, automatisch dann, ne? Laden zu laden. Kann das sein? Anscheinend. Natürlich kacke hier mit dem Dings, aber das lässt sich im Moment nicht ändern. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Folge. Und wir sehen und hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Danke für euer Support und ja, wir hoffen mal, dass wir das alles ein bisschen in den Griff bekommen. Ja, die Läden sind ja zumindest einigermaßen voll. Das ist ja schon mal etwas. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ahoi.